Moin Moin, wie ihr sehen könnt, gab es am Montag kein Video zum Achtelfinale des Community-Turniers. Das liegt daran, dass mein Aufnahmeprogramm aus irgendeinem Grund den Sound nicht mit aufgenommen hat und deswegen die komplette Aufnahme ja unbrauchbar war. Das betrifft sowohl das Teambuilding als auch den Kampf selber. Und deswegen nehme ich das Ganze jetzt einfach nochmal auf, kommentiere das nach, gehe ganz schnell über das Team und dann sollte es hoffentlich, wenn es denn dieser Spieltag gewonnen wird und es zum Viertelfinale kommt, hoffentlich ein ja, besseres Video wieder geben, ohne Zeitdruck und ohne kaputte Aufnahmen, was dann noch wieder pünktlich am Montag um 18 Uhr hochgeladen wird. Aber so wie es jetzt ist, müssen wir das leider so machen, geht für die Leute nicht anders. Die Alternative wäre es, gar kein Video hochzuladen, aber das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt hier das auch komplett durchziehen, das Projekt. Also Projekt, ich hasse dieses Wort. Ja, dieses Turnier. Und deswegen fange ich einfach mal mit dem Team an, was ich da gespielt hatte. Das war nämlich ein Hyper-Offense-Team und ich war sehr, sehr, ja, aufgeregt, weil das ein sehr, sehr schlechtes Matchup ist. Ich blende mal ganz kurz noch das Team ein und es sehen sich Parallelen zu dem Team aus Spieltag 2. Wir haben hier auf beiden Seiten Heatran und Latias und ich habe auch schon gesagt, dass die Kombination verdammt schlecht für unser Team ist, denn die beste Antwort auf Heatran ist prinzipiell Slowbro. Und wenn man gegen das prediktet, kann er in ein Gespex des Latias reingehen, in das gleiche Spiel wie eben letztes Mal auch. Nur, dass hier kein Sylveon dabei ist, aber viel, viel schlimmer noch ein Weavile. Und in Weavile hat dieser Kader hat keinen Switch-In, keinen richtigen. Ja, und deswegen gehe ich doch direkt mal zum ersten Hook. Und wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht auf das komplette Team im Detail eingehen, das soll jetzt ja schnell über die Bühne gehen. Genau, wie gesagt, das erste Pokémon hier ist ein Persimian. Das ist mein Switch-In in Weavile rein mit dem Rocky Helmet. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Wenn ich in Knockoff reinwechsle, habe ich von dem Item zumindest noch ein bisschen was. Ich hatte auch überlegt, ob ich gar kein Item spielen soll, aber das wäre dann doch ein bisschen zu verschwenderisch eben. Falls er zum Beispiel auch auf Triple Axel geht dann und ich in Persimian reinwechsle, warum auch immer er Dreifach Axel drücken sollte, aber wenn das wirklich tut, dann kriegt er dreimal den Rocky Helmet ab, wird das doch schon eine schöne Sache. Und dieses Persimian tankt eigentlich alles von Weavile. Das Einzige, was mich hier zuhitten kann, ist eben ein Banded Triple Axel. Aber wie gesagt, dann bekommt mein Gegner sechsmal Rocky Helmet Schaden, was dann zusammen mit den Rocks eventuell schon tödlich enden kann, wenn der überhaupt sechsmal trifft. Also sobald er nur fünfmal treffen sollte, tanken wir das und können den dann mit einem Drain Punch rausnehmen und uns auch ein bisschen was hochheilen. Ansonsten, ja, Knockoff U-Turn. U-Turn ist eben vor allem, weil ich davon ausgehe, dass mein Gegner in dem Weaver nicht drin bleiben will. Deswegen drücke ich U-Turn. Wenn er zum Beispiel in das Latias reingeht, um den Kampf wo abzufangen, dann hauen wir Momentum zurück, was eben für so ein Hyper-Offense-Team ziemlich essentiell ist. Und dann, ja, weiter Druck aufzubauen. Wie gesagt, Knockoff als Filler-Move. Knockoff ist nie schlecht und Close Combat ist genauso ein Filler-Move. Ich möchte eigentlich nur Drain Punch drücken, um noch ein bisschen mehr ja, Langlebigkeit zu haben, aber sollte ich dann noch den extra Schaden brauchen, kann ich auch auf Closed Combat zurückgreifen. Ja, als nächstes haben wir hier ein Zapdos, das einfach die Screens setzen soll. Also wir spielen Screens Offense, das ist auch in 100% der Fälle unser Lead. Drücken direkt Light Screen und Reflect. Defog ist drauf, sollte er mit Scolipede leaden und die Spikes decken wollen, können wir sie entfernen, bevor wir mit Zapdos rausgehen oder dass er dann am Ende zumindest nur noch maximal zwei Layer draußen hat. Und was zwar auch doof ist, aber wenn er quasi noch ein Layer legt, werden wir gerade rausgehen, haben wir praktisch einen Free Angriff raus, was auch gar nicht so verkehrt ist. Ja, und wie gesagt, U-Turn auch hier wieder, um ein bisschen Momentum zu holen. Und die anderen Monster will ich gar nicht so in der Zeit drauf eingehen. Ich habe hier einmal auch so zum Beispiel Weakness Policy, Aegislash im Standardset. Speed Creep ist auf ein gescarftes Krokodil ausgelegt. Dann habe ich hier einen Lumberry Call Mines, Gardevoir. Man hätte auch überlegen können, ob ich die Leftover spielen soll, weil mein Gegner Tapu-Fini im Kader hat und mein Gardevoir dann ohnehin geschützt ist vor Toxin oder ähnlichem. Aber ich wollte mich jetzt nicht so sehr darauf verlassen, deswegen lieber Lumberry. Ich finde Lumberry auf solchen Call Mines Reaper eigentlich ganz geil, auch wenn wir dann keine Recovery haben. Aber meistens werden solche Reaper ja mit Toxic eben ja, gehandelt und das kann ich damit verhindern, zumindest teilweise, dass ich dann nochmal einen extra Move rausbekomme oder der Gegner das Toxic vielleicht gar nicht erst rauskriegt. Ansonsten, ja, Nidoking, das gleiche Set, wie ich es glaube ich letzten drei Spieltage gespielt habe, also Stealth Rock, Sludge Wave, Earth Power, Ice Beam. Okay, ich spiele Stealth Rock. Im allerersten Match hatte ich hier die T-Specs gehabt, aber ich wollte ja lieber die Stealth Rocks haben. So, und da habe ich ja nochmal ein Setup
Eher aktuell ohne Dragon Dance, da wir mit 130 Base Speed den schnellsten Gegner, das ist das Weaver, mit 125 Base Speed outspeeden. Das heißt, maximal könnte uns ein Scarfer hier überholen. Und dann war dann eben die Entscheidung, ob man Honklaws oder Dragon Dance spielen möchte. Ich habe mich für Honklaws entschieden, da ich dann doch lieber meine Stone Age treffen möchte. So, ganz einfache Sache. Und die Leftovers, ja, einfach ein bisschen wieder Longevity, einfach um vielleicht hier und da mal einen Prioritätsmove dann noch eher überleben zu können durch die Recovery. Ich hätte ja auch so ein, keine Ahnung, Sharp Beak oder so spielen können, aber diese 10%, die machen den Unterschied meistens eher. Also, die machen den Braten auch nicht fett. Also, es geht vor allem nur für einen von drei Moves und ich glaube, für den Leftovers habe ich einfach mehr. Zumal sie ja free sind, weil ich sie sonst auf keinem einzigen Mann spielen will. Und irgendwo will ich halt immer die Leftovers drauf haben. So, das war jetzt das Team. Und dann gucken wir uns auch direkt mal den Kampf an. Ohne Cut sogar, weil ich habe das direkt mal alles vorbereitet gehabt. Ja, die Grafiken sind gerade nicht da. Okay, ich lasse das einfach mal so. Na gut, dann das Ganze jetzt aus der Sicht des Gegners. Ah, wobei, ne, komm, wir cutten mal kurz eben und dann sind auch die Grafiken vernünftig geladen. Ich weiß gerade nicht, woran das hier liegt. So, jetzt habe ich es gefixt, habe gerade keine Internetverbindung gehabt, warum auch immer. Es ist wieder da, jetzt sind die Grafiken auch wieder geladen. Okay, also wir gucken, wir sehen hier, mein Gegner hatte fast alles, womit ich gerechnet hatte tatsächlich. Gut, das kann man jetzt, jetzt im Nachhinein immer so leicht sagen. Ich habe mit dem Helio ist nicht so ganz gerechnet, aber ansonsten eigentlich ein ganz gutes Team. Für mich, weil meine Vorbereitung noch ganz gut on point war hier an der Stelle. Ich habe, wie gesagt, immer mit Zapdos geleadet und bin von einem Heat for Need ausgegangen. Mal gucken, wie die ersten Turns dann hier aussehen. Bisschen laut die Musik, leider. Die will ich vielleicht nochmal leiser stellen. Er leadet hier mit Helios, will ein bisschen Momentum holen und ja, ich setze, wie gesagt, die ersten Screens auf. Und hier muss ich mal ganz kurz pausieren. Denn wir haben hier kein Moxie, Intimidate gesehen. Das ist mir im Spiel gar nicht aufgefallen. Das bedeutet nämlich, dass er Moxie spielt, was eine sehr, sehr wichtige Info eigentlich sein sollte. Hätte ich drauf geachtet. So, lassen wir es mal weiterlaufen. Er ist auch schneller als ich, was klar ist. Ich spiele nämlich kein Speed Investment hier drauf. Und guck mal, wie das Spiel hier weitergeht. Perfekt. Und hier an der Stelle hätte ich schon rausgehen können, um ihm den Moxie-Boost nicht zu geben. Jetzt hat er ihn aber, ist aber noch gar nicht so schlimm, denn ich habe ja das Gardevoir und da darf er eigentlich nicht drin bleiben. Deswegen bin ich ja auch auf Call Mind gegangen. Er geht den Heatwind rein, was aber okay ist, denn ich habe den Focus Blast. Na, das Ganze mal ein bisschen was langsamer, so. Damit ich dann nicht ein bisschen näher komme. So, jetzt geht ein Tabofini ran und ja, eigentlich gibt es hier keinen Grund für mich, nicht einfach drin zu sein, Lumas zu spammen. Also, er hat nicht so viele Antworten auf einen, beziehungsweise ein Gardevoir von mir. Er will sich jetzt gegen Call Mind. Ich habe überlegt, ob ich jetzt vielleicht selber nochmal einen Call Mind raushole. Aber ich glaube, das, was er hier versucht, ist, die Screens auszustallen. Weil solange die Screens da sind, kann er mich mit nichts one-hitten. So. Ich bekomme Gott sei Dank den hohen Roar mit dem Moonblast und kill ihn an der Stelle. Und jetzt ist der Reflektor eben noch eine Runde da, deswegen kann er nicht in Reroll oder so gehen, sondern muss in Helios. So, er drückt Hyper Blast, macht absolut keinen Schaden, dank meines Plus 1 Boosts. Hier habe ich leider nicht gekalkt, der Moonblast macht nicht ganz 100% Schaden. Hätte ich das vielleicht vorher mal gekalkt, hätte ich vorher noch einen weiteren Call Mind rausgeholt, um jetzt ein bisschen mehr KP zu haben, was aber relativ irrelevant ist. So, ich kriege wieder den irrelevanten Moxie Boost, hätte vielleicht irgendwie was spielen können, was diesen Moxie Boost da ja besser ausnutzen kann, aber habe ich leider nicht und jetzt geht's weiter. Okay, er geht wieder in Krokodil rein. Jetzt weiß ich, dass er Moxie hat. Was sind meine Möglichkeiten? Ich könnte jemanden gerade wo opfern, weil es, glaube ich, auch, also es outspeedet auch nichts mehr. Es würde maximal in Hits von Latias tanken. Das Problem ist halt eben, wenn ich mein Gardevoir jetzt hier opfere, kriegt ihr den Moxie-Boost. Das bedeutet, im Grunde hätte ich hier auf mein Persimian gehen müssen. Denn, was hat er mir gezeigt? Stone Age, starkes Lariat. Wie sehen die normalen Moxie-Sets aus? In der Regel spielen diese Krokodil-Sets Bulk ab. Hat mein Gegner ja auch aus Spieltag 2 auch gemacht. Und ja, vermutlich noch ein Earthquake. Das bedeutet, im Grunde kann ich mir das komplette Set schon denken. Das heißt, Persimian wäre hier eigentlich ein super Saver-Switch gewesen. Aber ja, ich bleib halt drin. Er drückt Darkest Lariat und kriegt hier einen Moxie-Boost. Jetzt habe ich ein Problem, denn es ist er auf plus 1,5 Attack. Er outspeedet so ziemlich alles von mir, außer mein Aerodactyl. Und mein Aerodactyl kann ihn nicht one-hitten. Das bedeutet, eigentlich müsste ich jetzt entweder mein Persimian gehen und gucken, hoffen, dass ich es überlebe und ihn dann revengen. Hier ist aber das Problem, dass er eine Choppelberry haben könnte. Was schon durchaus wahrscheinlich ist, denn Choppelberry hilft eben diesem Krokodil gegen meine ganzen physischen Angreifer, die eben alle den Kampf
Typen haben, dass er gegen die auch wirklich immer gewinnt. So. Das ist viel, was ich meine, weil sowohl mein Aegislash als auch mein Persimmon haben hier Fighting Moves, deswegen ist hier die Chopperberry naheliegend. Die habe ich tatsächlich auch im Spiel so predicted, das werdet ihr später noch sehen. Aber ja, wie gesagt, entweder gehe ich in Persimmon rein oder ich gehe in Aegislash und drücke sofort den Iron Head, um ihm ein bisschen was Chip Damage zu machen, denn auf der Range kann er mich noch nicht one-hitten. So. Was mache ich? Ich gehe in Aegislash rein, habe ich also dafür entschieden für diese Variante. Denke aber nicht daran, dass der natürlich einen Bulgar mit dem Set haben muss und drückt K.O. zum Meister. Und jetzt habe ich ein riesiges Problem, denn jetzt, sweep mich dieses Krokodil, weil ich tanke hier nichts mit. Er kann EQ drücken, er killt mich, ich bekomme ihn nicht tot. Ich bin jetzt zwar schneller als er, aber ein Close Combat reicht selbst ohne Chopper Grab nicht aus. Und ja, danach kann er eigentlich alles von mir one-handen. Also er wird dann auf plus 3 gehen, auf plus 3 Attack gehen, das tanken Persimmon auch nicht immer. Ja, und alles andere stirbt halt. Ich könnte ihn dann hinterher noch mit Aerodactyl bewenden, allerdings würde das Aerodactyl und mein ganzes restliches Team dann am Weavile sterben. Das heißt, ich habe das Spiel ja verloren. Das heißt, meine einzige Chance, jetzt noch zu gewinnen, ist ein Ironhead Flinch. Und das ist halt zwar beschissen, weil ich das Game hier einfach mega weggeschmissen habe. Ich war in einer sehr guten Situation und so einfach. Ja. Aber ich krieg den Flinch! Geil! Das heißt, Game ist wieder offen, ja. Was ich jetzt also mache, ist in Persimmon gehen und den Scarf anwerfen. Klar, er sieht am Schaden, dass ich defensives Passivum spiele. Trotzdem muss er hier Anfang Scarf haben, weil warum sollte ich sonst reingehen? Dieser Wechsel wäre ja super schlecht, wenn dieses Passivum keinen Scarf hätte. Und da er jetzt auch genug angechappt ist, würde ein Close Combat ihn auch killen, auch von dem defensiven Passivum. Deswegen ist er auf Latias rausgegangen. Das heißt, Situation entschärft. So, ich war ganz predicted mit U-Turn. Oh, jetzt kann ich wieder mein Aegislash reingehen. Und jetzt bin ich in einer super guten Position, denn das Krokodil ist angechippt, hat seinen ganzen Boost nicht mehr. Ich kann hier eigentlich immer Free Autotomize drücken. Selbst wenn er jetzt in sein Krokodil reingeht, würde ich ihn mit dem Iron Head genug Chip Damage machen, um ihn anschließend dann mit dem Aerodactyl eben wieder zu revengen. Dann würde hier das Rewild kommen, das mein Aerodactyl killt. Ich kann dann meinem Persimmon in das Rewild reingehen und ja, ihn dann killen, weil er kann mich nicht one-hitten. Dann besiegt Latias mein Persimmon und Nidoking kann Latias finishen, weil Latias ist ja nur 50% und ich tanke von 100% auf jeden Fall einen Psychomove von dem Leben. Das ist also jetzt quasi der Gameplan. Gucken, wie es ausgeht. Wir gehen in den Krokodil rein. Wie gesagt, ich kann auch trotzdem mal auf den Switch drücken, drücke jetzt den Iron Head, einfach um den Chip drauf zu bekommen auf den. So. Genau. Stance Change, Iron Head. Und ich krieg auch einen Flinch. Cool. Ja, dann ist es natürlich noch einfacher, aber es kann ich einfach nur Iron Head spammen und das Spiel gewinnen. So, warum habe ich das Ganze euch jetzt hier erzählt? Naja, ganz einfach eben, um zu zeigen, dass der zweite Flinch tatsächlich egal war, denn ich hätte hier einen Gamecam gehabt, der auch immer so aufgegangen wäre. Ich habe ja auch die Sets von ihm bekommen. Aber trotzdem natürlich sehr unglücklich, ich hätte das Ganze gerne auch so ausgespielt, aber wenn Aegislash jetzt dazu entscheidet, zweimal zu flinchen, dann ja, sagt man natürlich auch nicht nein. Und so haben wir uns ein bisschen durch das Spiel gehext. Also der erste Flinch, der war unverschämt, den hätte ich nicht kriegen dürfen, weil der hat absolut das Spiel entschieden, weil ohne diesen Flinch hat das Spiel verloren. Das habe ich nämlich auch nochmal durchgespielt mit seinen Sets am Ende. Ja, aber das passiert eben manchmal. Und ich hoffe dann, im Viertelfinale werden wir nicht mehr ganz so viel Glück brauchen, um den Sieg davonzutragen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis Montag.